Es muss irgendwas in der Nähe der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Ah, Whisky müssen wir finden. Alles klar. Dann machen wir uns auf die Suche nach Whisky. Da ist auch ein Hinweis. Mit Steph haben wir das letzte Mal ja schon besprochen. $40 für die Chance, von einem Bären gefressen zu werden. Nice. Was steht da? Angeln und Großwildjagd. 2019 Heaven Springs Kurzanleitung. Anträge für begrenzte Lizenzen sind am 26. April 20 Uhr fällig. Achtung, Lizenzgebühren für Anwohner haben sich geändert. Okay, Angellizenz, Elche, Bären, Pumas. Pumas, oh Gott. Dekornschafe. 300, okay. Jugendlizenz ist jetzt verfügbar. Aha. Weitere Informationen besuchen Sie XY. Okay, nice. Ja, gut. Und was ist hier so? Heaven Springs. Hinweis zur Abstimmung des Stadtrates von Heaven Springs. Am 26. Mai wird eine offizielle Stadtratsversammlung stattfinden, um eine einzelne Maßnahme zu bestimmen. Diese Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken über nicht mehr als 20. Dünkt es mich nur oder ist es mega laut? Ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Ist das besser so für euch? Die Maßnahme beantragt den Verkauf von Grundstücken über nicht mehr als 20 Morgen an die Typhon oder irgendwas zur Eröffnung eines Tagebaus. Sowohl der Erlös durch den Verkauf als auch nachfolgende Grundstücksteuern fließen in das Budget von Haven Springs und werden gemäß des Standardvorganges aufgeteilt werden. Weitere Informationen gibt es im Rathaus. Okay. Karte. Meine fundierten Kenntnisse über Orientierung in der Wildnis sagen mir, dass hier wirklich viel Wildnis ist. Da ist tatsächlich sehr viel Wildnis, ja. Ach du meine Güte, was ist da? Das würde mich interessieren, was da ist. Was steht denn noch so? Wir müssen übrigens die umliegende Wildnis. Das ist da oben. Skitouren nur mit Genehmigung. Wanderwegkarten in der Ranger-Station erhältlich. Für Klapperschlangenbisse wenden Sie sich bitte an Ryan Lucan. Okay. Für Klappenschlangen, was kurze, wenden Sie sich an Chad Lucan. Was sind denn kurze? Ach, Shots. Ach so, Shots. Ja, gut, okay. Alles klar. Für Shots wenden wir uns an den anderen Typen. Alles klar, Degu, geh auch Whisky suchen. Steffi, hast du eigentlich gehört, so rein zufällig, den Tribute-Song zu Liz? Habe ich bestimmt gehört. Wieso, meinst du? Ich werde aber nochmal Diablo 2 weiterzocken. Alles klar, Nerdmigo. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Viel Spaß bei Diablo. Ja, ist es okay so mit der Lautstärke? Oder wollt ihr... Soll ich leiser machen? Hi, Heartless. Wie geht's dir? Ganz von vorne anzufangen ist... Verflucht, feuchterregend und weh. Wem sagen Sie das? Ganz von vorne an. Das sagt nur das, oder? Verflucht, feuchterregend und weh. Ah, okay, der sagt nur das, okay. Neuer Bergarbeiter, okay. Kaputt und müde geht's mir. Ja, same. Aber ich habe wieder Internet, Heartless. Also geht's mir wunderbar. Oh, ist das cute. Süß sehen die aus. So eine Happy Family. Ah, Heartless, bist du am Donnerstag auch bei mir? Bitte, bitte sag, dass du am Donnerstag auch da bist. Erste Hilfe, Carsten. Ich hoffe, Ryan ist besser ausgestattet. Stimmt, irgendjemand hat sich ja das verletzt das letzte Mal, ne? Klingt, als würde Ducky Gabe gut kennen. Haven ist schön. Ich wünschte nur, es würde sich wie zu Hause anfühlen. Stimmt, die ist ja nicht ganz so happy hier, ne? Hey. Ja, was denn? Ich will... Nee, ich will nicht sie, ich will ihn. Hä? Was, bei ihm kann ich das ja auch machen, aber es aktiviert immer nur sie. Komisch, okay. Dann gehe ich halt hier weiter. Treppe. Gehen wir mal hoch. Vielleicht ist oben was. Nur so, weil du voll schön, weil der voll schön ist und die Bina, die den Song gesungen hat, auch eine voll cute ist. Alles klar. Ich gucke, also ich höre ihn mir extra heute Abend für dich nochmal an. Ist das okay? So, jetzt sind wir wieder oben. Sehen wir mal, ob ich Duckys Whisky hier oben finde.
glaube, wir haben schon ziemlich alles uns angeschaut. Hier können wir nicht noch weiter nach oben, soweit ich weiß. Gucken wir mal, wo dieser Whisky ist. Dort ist ein Schwert. Shushu! Guck mal, ich habe Shushu gefunden! Hey, Shushu! Ich habe wirklich viel durchgemacht, was, Shushu? Schublade. Ist denn da was in der Schublade? Ich glaube, wir haben schon geguckt. Wow, Gabe. War ja echt eine Schnitzeljagd. Ja, genau. Der hat ja, also Gabe ist ja unser Bruder. Und der hat uns echt gesucht, wie verrückt. Alkohol! Ich habe Alkohol gefunden. Steht Ducky's Whisky da oben? Ja, vielleicht. Suchen. Ich habe wieder Arbeit und Auto und der frühe Vogel soll mir mal in die Quere kommen. Krass. Also da ist nichts gewesen. Das ist ein Schrank. Da drin nachsehen. Absolut. Immerhin weiß ich jetzt, wo die Rahmen sind. Rahmen. Rahmen, Rahmen. Donnerstag. Am Donnerstag kommt das Schweizer Fernseher zu mir. Und ja. Begleite mich hier ein bisschen. Also filmt mich, während ich hier am Streamen bin. Und Senshi Juni, 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 danke schön für deinen Follow, hätte ich was gesagt. Für deinen Host. Wie geht es dir? Und hi Leute, wie geht's euch? Aloha. Hi Yoshi. Ich habe leider keinen Alert-Sound. Ich weiß auch nicht, wieso. Muss ich mal gucken. Vielleicht hat es sich in den letzten 3 Wochen, wo ich nicht streamen konnte, was geändert. Das kann auch immer gut sein. Wie geht's dir? Hast du dich von den Laden erholen können? 4 aufstehen und nur 5 zur Arbeit, damit ich um 6 anfange. Yikes, das hört sich nicht gut an. Wieso ich? Wieso verlasst ihr euch auf mich? Falscher Account. Ey, alles gut, Suni. Dankeschön für den Host und beziehungsweise den Semi-Raid. Das ist lieb von dir. Ja, ich komme im Fernsehen. Das ist korrekt. Du hast Hobocat gespielt. Nice. Habe ich auch runtergeladen, tatsächlich. Ich habe auch ein... auf Sendung vom Plattenladen aus. Ich habe einen Dings bekommen, tatsächlich. Einen Key, weil die mir letzte Woche, also letztes Jahr versprochen haben. Die ja wahrscheinlich auch, oder, Suni? Die haben dir wahrscheinlich auch letztes Jahr den Key noch versprochen und dir deswegen einen Einzug kommen lassen. Wir müssen übrigens den Whisky finden. Bücher, Alkohol. Einer von denen könnte doch Ducky's Whisky sein. Ja, müsste, oder? Sieht ja immer alles ganz gut aus. Aber kein Roggenwhisky. Wait. Wo soll es denn noch sein hier? Hab auch einen bekommen und das Spiel ist großartig geworden. Wirklich? Ah, ich freue mich. Ich muss auch mal unbedingt reinspielen. Comic Couch, Plattenspieler, Skulptur, ein Schwert. Wo sind hier bitte noch... Da steht ja auch nirgends wo mehr Whisky oder so rum. Ich kann ja hier nicht mal hoch. Poster, Brettspiel. Okay, ich halt wieder nach unten. Hallo Massimo, danke schön für deinen Host. Wie geht es dir? Da ist eine Fliege, die mich nervt. Und die ist jetzt Moose und ich muss die ganz kurz abwaschen. Ich muss der Black Lantern geben, das mir hilft, Duckys preisgekrönten Whisky zu finden. Da bin ich. Massimo, alles gut bei dir? Ja, Schuli. Oh Mann, dass du diese Emotes immer noch hast, Mann. Ah. Damn, Steffi, new home. Ja, genau, new home. New life. Ja, aber den Whisky habe ich immer noch nicht gefunden. Wie geht's dir, Atraxas? Hast du dich erholt? Ich freue mich schon das ganze Jahr drauf. Das ist ja von gestern. Okay. Es war Colonel Ducky. Auf geht's. Ja, das ist unser Whisky wahrscheinlich, oder? Das muss unser Whisky sein hier. Okay, auf einer Couch. Dann ist sie wahrscheinlich bei der Couch irgendwie in der Ritze gelandet oder so. Also der Whisky, also die Flasche. Ist das nur ein Loch? Ja, das ist eine Einschussstelle, Alter. Ich frag mich, ob die Kugel noch da drin ist.
Was steht denn da? Was? Hier schoss Jack Henry wegen 4 Assen auf William Porter und bezahlte mit seinem Leben. 1883. Ja, wilder Westen, ahoi, ne? Die sind bestimmt für die Bergarbeit. Sprengkapseln? Okay. Lassen wir mal da liegen. Nehmen wir nicht mit. Vielleicht gehe ich irgendwann in den Zirkus, wenn ich besser mit Menschenmengen umgehen kann. Menschenmengen. Ja, da gab Menschen gab es auf jeden Fall auf dem Herofest auch genug, ne? Muss aber leider schon wieder abhauen, ob ab ist Heartless. Bitte sei aber am Donnerstag da, okay? Schau bitte, dass du am Donnerstag da bist. Aber ich wünsche dir gute Nacht. Ich locke etwas, will nicht total spoilern. Ach so, ja, natürlich, alles klar. Du, geh du ruhig in den Lurk. Nee, du versuchst es nicht, du tust es. Was diese Frau nicht kann? Wieso, was macht sie denn? Komm, Leute, kein Wiss. Von Jessica Martinez. Also, als ich Charlotte Harmon letzten Monat in ihrem Studio traf, waren sowohl sie als auch ihre Kaffeetassen mit Farbe bedeckt. Ja, ich bin ein Klischee, strahlte sie, während sie mich zu ihren neuesten Kreationen führte. Ein wunderschönes Porträt der örtlichen Geschäftsinhaberin Eleanor Lähte. Teils Ölgemälde, teils lackiertes Bouquet. Wenige Oberflächen in unserem Haus sind frei von Farbe. Mir ist das recht, fuhr sie fort. Sie sind wahrscheinlich dank der Kommission des Stadtrates zur Dekoration des Fußweges von der Hauptstraße vertraut mit Frau Harmons Werk. Das riesige Wandgemälde, passend betitelt Haven Springs, fängt unsere kleine Ecke der Erde in den Bergen Colorados ein. Es war so eine wunderbare Erfahrung, erinnerte sich Frau Harmon. Alle unterstützen mich bei der Arbeit. Und Chad hat im Prinzip monatelang meine Familie mit Essen versorgt, was großartig war, denn die Lantern macht die besten Burger in der Stadt. Das können Sie ruhig drucken. Cute. Oh, warte, ich bin ja noch gar nicht fertig gewesen. Da geht's noch weiter. Jetzt strebt Frau Harmon danach, ihre Verbindung zu Haven Springs zu vertiefen und ein Geschäft zu eröffnen. Keine leichte Aufgabe für eine arbeitende Künstlerin. Ja, Künstler sind immer ein bisschen arm dran, so, ne? Was haben wir da? Bewertung. Ungewöhnlich freundliche Bedienung? Nicht schlecht, Brüderchen. Okay. Das interessiert mich ja. Ja, klar, ich weiß, dass du es selber auch spielen möchtest. Von dem her alles gut. Und dann war der FK wegen einer wichtigen biologischen Mission. Alles klar, Doc. Warum ich jetzt nicht bleibe, das ist ja bekannt. Aber Donnerstag bin ich da. Ich freue mich, Doc. Bis Donnerstag dann. Hab einen schönen Abend und einen schönen Mittwoch auf jeden Fall. Dann sehen wir uns Donnerstag. Ich glaube, Suni, dass Nathan einfach kurz reingeschissen kam und dann wieder gegangen ist, ja. Passt doch aber zu ihm, nicht? Mal schauen, ob er das gehört hat. Ich glaube nämlich, der ist schon mit. Müde vom Herofest bin ich auch sehr, 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 ja. Und ja, ich habe mich auch gut eingelebt, ja. Also auf jeden Fall. Vor allem jetzt, seit das Sofa da ist. Das Sofa ist am Donnerstag gekommen. Seither ist fantastisch. Den Flamingo siehst du nicht mehr. Da ist aber hier. Da ist der Flamingo. Den solltest du noch ein bisschen sehen. Hier. Was steht denn hier? Eine Kneipe, wie sie sein sollte. Amerikanisch. 2 Dollarzeichen. 3,7 Essen. 4,2 Einrichtung. 4,9 Bedienung. Eine Speisekarte vollgängiger Kneipengerichte, die gekonnt zubereitet wurden oder werden und unter denen sich gelegentlich außergewöhnliche Spezialgerichte befinden. Diese werden durch ungewöhnliche freundliche Bedienungsservice und unterhaltsame Gäste zu einer Kunst erhoben, die ein erbauliches Erlebnis schaffen, das die lange Fahrt ins entlegene Haven Springs Colorado wert ist. Alter, wer schreibt denn so? Ist ja schrecklich. Ob man Nathan wohl bestechen kann, würde gerne so eine E-Sports-Tasche haben, auch wenn ich aus Deutschland bin. Ja, versuch es mal. Versuch es mal. Ui, Cutscene. Scheiße. Jetzt hat Mac Angst. Ja, verständlich. Wenigstens dreht er nicht durch. Dann lässt er mich nicht die Kontrolle verlieren. Alter, wir haben den ja so verprügelt, ey. Uff. Kennzeichentafel. Sieht interessant aus.
Bestie, was ist das denn? Und was steht da? Froh, dass ich kein Bergarbeiter im 19. Jahrhundert bin. Ja, da bin ich auch froh, dass ich das nicht bin. Eine Kennzeichentafel, die um 1880 in der Tellermine verwendet wurde. Jeder Bergarbeiter entfernte vor Betreten der Mine seine Kennzeichen und hängte es wieder an die Tafel, wenn er sich hier zurückkehrte. Damit man immer wusste, dass die Leute zurückgekommen sind und nicht noch in der Mine feststecken. Es sind Flaschen. Jet wollte, dass ich hier abräume. Ja, dann nehmen die die mit. Scheiß, Alter. Kann ich kurz mit dir reden? Nee, im Leben. Ja, was willst du denn? Was willst du von mir? Hör mal. Was oben passiert ist, war komplett gestört. Ja. Hauptsächlich von dir. Was willst du sagen? Ja, ich war auch ein bisschen gestört. Ich meine, also ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern mögt an das letzte Mal. Wir haben den ja komplett verprügelt. Also so wie er jetzt aussieht, das ist unsere Schuld. Was genau meinst du damit? Riley ist auf dem Weg hierher. Sie ist ziemlich sauer und es würde nicht helfen, alle Details auszuplaudern, okay? Servus, hallo, wie geht's dir? Ich kann endlich wieder streamen. Wie ist das Spiel? Bis jetzt habe ich ja noch nicht wahnsinnig viel mitbekommen. Das ist jetzt die zweite Session, die ich spielen kann. Aber ja, bis jetzt ist es okay, I guess. Mehr kann ich halt echt noch nicht dazu sagen. Ich meine, ich habe, glaube ich, wie viele Stunden? 2 oder so. Warte. Ja, zwei Stunden. 2 Stunden. Und so 20 Minuten habe ich ungefähr. Kann man echt auch nicht viel dazu sagen. Jetzt sollte Internet normal gehen oder immer noch so Provisorium. Du bist schrecklich. Was ich so lügen? Ja, eher eine Frage stellen, das ist immer gut. Es ist ein Provisorium, aber wahrscheinlich ein längerfristiges. Mal schauen. Aber es funktioniert gut jetzt. Es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Ich habe 600 Megabit Download und 60 Upload. Vorher habe ich einfach 300 gehabt, je. Aber ja, ich kann mich nicht beklagen. Ja, es ist meine Show. Also ich habe ihn verprügelt, okay? Ich hatte aber keine andere Wahl. Nein, das erste Kapitel habe ich noch nicht durch. Das ist in der Tat so. Gratuliere! Ihr habt also gewonnen. Nice. Ja, 20 ist egal. Also 100, also... Das gesamte Team 100, oder? Nehme ich an. Ja, eine Pizza, okay. Also durch 5. Ja, aber trotzdem gratuliere. Nice. Also 2. Platz. Ist doch auch super. Gratuliere. Ja, eine Pizza kann er mir ausgeben. Alles gut. Also wie? Ich soll lügen? Du willst also, dass ich lüge, um deinen Arsch zu retten? Nein. Nein, lass mich. Überlass das mir. Nee, das kannst du dir selber behalten. Kauf dir selber eine schöne Pizza. Warte, sie macht reicht ja auch nur für eine. Ja, stimmt. Was ist denn jetzt mit dem Support passiert? Ist er wieder aufgetaucht? Sie ist das Beste, was mir je passiert ist. Ja, warum betrügst du sie dann, Alter? Bitte, hilf mir dabei. Ich weiß nicht, Mann. Scheiße. Was ist eigentlich dein Scheißproblem? Mit deinem Gesicht. Ist halt so wild. Lass. Was hast du dir dabei gedacht? Wo ist Gabe? Uff. Was interessiert dich das? Weil mein angeblicher Freund sich gerade mit ihm geprügelt hat. Also ganz ehrlich. Es reicht. Ich hoffe, du hast eine gute Erklärung, sonst war's das. Das war nicht meine Schuld. Ich wollte nur mit ihm reden. Worüber denn? Über dich! Und warum ihr euch ständig hinter meinem Rücken trefft. Das ist natürlich schon hart. Okay. Und wie kam es zu der Schlägerei? Das Arschloch hat mir einfach eine verpasst. Okay, also nicht direkt eine verpasst, aber er hat eindeutig angefangen. Oh Gott.
Warst du auch da? Oh, nein, nein, nein. Wir vermeiden einfach Ärger, würde ich meinen, oder? Also ich würde einfach gerne den Ärger vermeiden. Ich bin nicht... Nein, 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 wir vermeiden einfach den Ärger. Ich will ihr... Wieso sollte ich ihr widersprechen? Wir einfach keinen Ärger machen. Einfach keinen Ärger machen. Tschüss, Massimo. Mach's gut. Schönen Abend wünsche ich dir noch. Niemand weiß, was passiert ist? Nein. Ich will... Mann. Es hat bestimmt nur Tobi abgestummen. Jede Wette. Habe keinen Kontakt mit seiner Familie oder Mitbewohner, also keine Ahnung. Also ihr habt immer noch nichts von dem gehört? Das ist ja übel, Mann. Nee, ich will ganz ehrlich, ich will keinen Ärger machen. Ich will einfach nur meinen Frieden haben. Sorry. Ja, ich war da. Aber... Sie hat ja die Wahrheit gesagt, ne? Klar, Alex, wir machen uns vom Acker. Ich hab die Wahrheit gesagt. So kindisch. Wirklich unglaublich. Ich hab die Wahrheit gesagt. Das wolltest du doch, Tobi, oder? Es macht mich rasend, wenn ich an euch beide denke. Alex Chen? Ja. Sie waren anwesend, als ihr Bruder McLeoden angriff. So viel zu Ärger. Ich muss Sie und Ihren Bruder zur Befragung auf die Wache nehmen. Was? Oh, was ist mit Mac? Mac hat Gabe angegriffen. Er ist der, den sie wollen. Sorry, aber ich rette meinen eigenen Arsch. Große! Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Alter, oh, voll Mann. Gemein. Hey, Große, oh, danke schön für die Raid. Wie geht's euch? Ach, Gabe und ich verarschen uns immer. Aha, cool. Ja, wirklich so. Ich wurde noch nie von einem Polizisten verarscht. Sie haben mich echt erwischt. Freut mich, dass du darüber lachen kannst. Sea of Thieves habt ihr gespielt? Nein. Vielleicht. Ich bin gerade bei der Arbeit. Gut, ich bin in der Bar. Wenn du was trinken willst, komm einfach rum, okay? Alter, so gemein. Upsi. Ey, Rosa, wie war denn dein Stream? Sea of Thieves hast du gespielt, habe ich gesehen. Also wenn man das mit der Synchro von Gronkh nicht weiß, dann merkt man das kaum. Was, das war Gronkh? Hab ich ja gar nicht gemerkt, ey. Krass. Da hinten ist auch noch eine Tafel, die gucken wir uns auch noch an. Gaming Sound ist ein bisschen leise. Findest du, das ist zu leise? Ich hab's extra runtergedreht, weil ich finde, dass es so laut war. Wie geheimnisvoll. Emilia Rosam Goldstein. Aha. Hier betrieb Emilia Goldstein 9 Jahre lang ein Gästehaus, das für seinen wundervollen Dachgarten bekannt war. Sie starb im Alter von 32 Jahren an der Grippe. Obwohl sie kurz vor ihrem Tod heiratete, ist die Identität ihres Mannes weiterhin ein Rätsel. Okay, interessant. Ja, ich freue mich auch mega, dass mein Internet wieder läuft, ey. Gutscheine für Weed? Ich bin so happy. Und wie lief's bei dir, Rosa? Alles gut? Bist du am Sonntag auch dabei? Am Donnerstag meine ich natürlich. Bist du am Donnerstag auch hier? Am Donnerstag kommt das Schweizer Fernseher zu mir und da müssen ganz viele Leute da sein. Ah! Silver Dragon. Okay, Flourish Candies. Cooking Butter, aha. Will nicht wissen, was für Butter das ist. Der ist cool. Ich komme hier aber nicht durch. Aber der Bär ist voll cool. Haven meint es ja ziemlich ernst mit diesem Fest. Newsletter. Nur noch 2 Plätze verbleiben im Brotbackwettbewerb. Es verbleiben nur noch 2 Plätze im Brotbackwettbewerb des diesjährigen Frühlingsfests. Das Thema dieses Jahr ist Samen und Nüsse. Interessenten an der Teilnahme sollten so schnell wie möglich Isabelle unter 555 902 anrufen. Der Gewinner letztes Jahr war Peter Govers mit einem Knoblauch-Asiago-Brot. Okay.
Typhon-Minengesellschaft sponsert Tombola für Karibik-Kreuzfahrt. Das Frühjahrsfest bietet dieses Jahr wieder eine Tombola und der Hauptpreis ist eine 7-tägige Kreuzfahrt in der Karibik. Flug inbegriffen. Der Preis wurde von der Typhon-Minengesellschaft gespendet. Einnahmen der Tombola gehen in die Feuerwache von Haven Springs und die Gesellschaft zur historischen Erhaltung von Haven Springs. Lose können vorzeitig im Rathaus gekauft werden oder auf dem Frühlingsfest. Cool. Auszeichnung. Aha. 19 Menschen? Jet ist ein echter Held. Coole Sache, Kölnchen. Dankeschön. Hey, Tariska, wie geht's dir? Was, Ferien? Gib her. Was, Ferien? Ich will auch... Also, ach so, Kreuzfahrt, ja. Aber Kreuzfahrtschiff? Nee, Kreuzfahrtschiff ist gar nicht meins. Und wir haben ja Ferien nächste Woche. Ah ja, Leute, nächste Woche bin ich im Urlaub. Einfach, dass du schon mal Bescheid wisst. Hi, Snook, wie geht's dir? Ja, neue Wohnung. Wupp, wupp, wupp. Wer darf das trinken? Nein, Tariska, ich will lieber kein Kind haben, aber danke, I guess. Selbstloses Dienen. Übergeben voller Dankbarkeit an Chad Lucan für unerschütterlichen Mut und herausragenden Pflichteifer bei der Rettung der 19 Leben seines Teams. Oha, okay, krass. Was ist denn passiert? Das würde mich mal interessieren. Also, wo ist denn jetzt diese Couch? Ha. Irgendwo steht eine Couch. Hier ist noch ein Flugblatt. Das können wir uns auch noch anschauen. Über mein Leben entworfen. Treasures of Tibet. Mists of Chaos. Okay, ja, fair. Fair. Samstag der Fahrbar. Ich weiß noch nicht genau, ob ich am Samstag an der Fahrbar bin. Ich muss mal gucken. Da komme ich nicht rein, okay. Muss ich noch schauen. Ich bin mir nicht sicher. Das sieht auch nicht so happy aus, ne? Mist, ging der Scherz zu weit? Habe ich vielleicht übertrieben? Es war gewagt, das muss ich schon sagen. Ja, war schon sehr gewagt, Alter. Das ist doch Deputy Pike. Er war gestern Abend mit Ducky und Gabe unterwegs. Mhm. Hey, Alex. Natürlich abgestummelt mit dem Herr Lehrer, das ist natürlich korrekt. Ganz vergessen, das zu zählen. Was denn, Tattoo? Mein Sohn ist gestern eins geworden. Oh, Happy Birthday nachträglich. Sehr cool. Habt ihr schon gefeiert, Tattoo? Ich könnte am Samstag, falls das relevant ist. Ja, wenn das für dich okay ist. Also ich würde irgendwo durch ganz gerne gehen, aber es muss nicht unbedingt sein. Wollen wir am Samstag an die Faba? Was meinst du? Wollen wir hin? Sag ich zurück an die Arbeit. Ich bin bereit für einen Drink. Nee, noch nicht. Hast du gestern mit Ducky und Gabe rumgehangen? Wer's verraten? Okay, gucken wir noch an, Servus, okay? Ducky hat anscheinend seinen Lieblingswhisky verloren. Ist der vielleicht oben? Oh, Mist. Hast du ihn damit vielleicht gesehen? Nee, als ich ging, war er immer noch hier unten. Oh, weißt du was? Schau mal auf Gabes Wall of Shame. Da findest du vielleicht belastende Beweismittel. Habe ich doch vorhin gerade, oder nicht? Ehrlich gesagt, habe ich Ducky dort oben auch gesehen. Ich wusste. Schau nochmal, vielleicht findest du was. Nochmal schauen, okay. Genau, Fantasy Basel, genau. Ja, ich habe mitbekommen, dass die anderen auch da sind. Ja, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Bis dann, Alex. Was eigentlich ganz nice, nur hat das Baby nichts davon mitbekommen. Ja, das sind doch die besten Partys, oder? Was, du warst noch nie dort, Snook? Ja, dann wird's mal höchste Zeit, findest du nicht? Das ist ja von gestern. Okay, es war Colonel Ducky auf Gabes Couch mit einer Flasche. Ja. Ja, das wissen wir ja schon. Und jetzt... gucken wir bei Chad nochmal. Ist er pissed? Immer diese Jungs. Nichts als Streit im Kopf. Wird Zeit, dass sie erwachsen werden.
Ich glaube, der ist nicht so happy. Uiuiuiuiuiui. Was läuft? Nosebleed Section. Vielen lieben Dank für deine 5 Gift Subs. Subgifts. Gift Subs? Subgifts? Wie sagt man? Subgifts. Dankeschön. Das ist sehr lieb von dir. Wie habe ich das verdient? Danke. Fantasy Basel ist so eine Gaming, Film, Cosplay, Comic-Messe. Einfach, ja. In Basel. Ja, dort kannst du deine Cosplayer-Freundin kennenlernen. Genau, Snook. Wäre doch was für dich, oder? Ja, es geht ja auch weniger darum, mal wieder, also dass es eine Convention ist, sondern halt viel mehr, dass man wieder seine Freunde und so mal sieht. Und ein bisschen Nerd-Stuff und so. Wo ist denn diese blöde Couch, Mann? Ich könnte Jet fragen, ob er noch was braucht. Mann, wo ist diese Couch? Also bin ich blöd oder blind oder was ist los? Weil die beiden kann ich ja irgendwie... Ich kann nur sie anhören sozusagen. Fast das gleiche, Tobi. Ein bisschen größer. Ich gehe trotzdem nochmal nach oben. Vielleicht ist diese Couch oben und ich habe es einfach nicht gesehen. Sie ist einfach größer, Tobi. Und es hat ein bisschen andere Stände. Aber, ja. Aber ja, das ist gerade die Woche drauf, ist es natürlich sehr suboptimal, sage ich jetzt mal. Hey, Pinberg, wie geht's dir? Guten Abend. Ach, das ist ja die Couch. Das war ja doch diese Couch hier, oder? Das ist doch diese Couch. Also es muss diese Couch sein. Videospiel. Es was für ein Videospiel? Dino Racer. Alter. Wie geht's dir? Hast du dich erholt von der Faber, vom Hero Fest? Da, Couch. Ansehen. Wenn die gestern auf der Couch eingepennt ist, könnte die Flasche hier sein. Yes. Diese Option hatte ich nämlich vorhin noch nicht. Da ist sie. Aber sie ist sicher leer, oder? Mockery Hill. Rockenwhisky vom kleinen Fass. 50% Alkohol. Das geht ja noch. Das ist ja nicht mehr so viel. Mir geht's super. Bei dir alles klar. Ich habe dieses Spiel sowas von übersehen. Ja, habe mich super erholt und freue mich auf nächstes Jahr. Sei auch dabei. Also ich bin eh immer dabei im Hero Fest. In Gabes Couch. Welche Erleichterung. Vielen Dank, Alex. Gern geschehen. Aber gern geschehen, Ducky. Darf ich eingießen? Oh nein, nein. Die Ehre gebührt mir. Du bist übermorgen 27. Oh, Tattoo, da kannst du ja gar nicht bei mir sein im Stream. Die beste Detektivin der Welt. Auf Alex. Prost. Also das ist Dings, Life is Strange True Colors ist das. Wie geil. Ich hab gemacht, was Jet wollte. Ich sollte ihn fragen, ob er noch was braucht. Mein Dad war in der Armee. Oh Mann. Nee, ist ein schönes Game tatsächlich bis jetzt. Aber also halt Life is Strange Game halt. Man guckt halt und macht und... Klingt, als würde Ducky Gabe gut kennen. Oh. Man spielt ein bisschen. Und hat viele Cutscenes und so. Okay, dann... Hi, Chat! Bist du fertig mit allem, was du tun wolltest? Yes, sir! Ich glaube zumindest, oder? Ja, ja. Ich habe mich um alles gekümmert, was du erwähnt hast. Gibt es noch etwas, das ich tun soll? Nee, die Jungs sind gleich zurück. Wenn man vom Teufel spricht... Ich kann Elle sehen, hör! Weder gut, noch schlecht. Alex ist für dich eingesprungen. Echt jetzt? Ja. Wir müssen reden. Ich warte auf dem Dach, okay? Okay. So serious. Ich weiß ja nicht, wo du vorher gearbeitet hast, aber du musst noch einiges lernen. Ja, upsie. Ist
Sorry. Man muss deinen verletzten Mann nicht so lange warten. Schau lieber mal nach ihm. Danke. Na dann, bis morgen. Ja, es gibt natürlich noch mehr Teile. Es gibt halt Life is Strange 1. Dann gibt's Life is Strange Before the Storm. Dann gibt's Life is Strange 2. Dann gibt's Captain Spirit. Und jetzt gibt's Life is Strange True Colors. Und von denselben Machern gibt's auch noch Tell Me Why. Das ist sehr gut. Tell Me Why ist fantastisch. Kann ich sehr empfehlen. Life is Strange 2 habe ich noch nicht gespielt. Das ist anscheinend nicht so wahnsinnig gut. Komplett übersehen. Wie kann man nur? Nee. Ist halt nicht ein Game für alle. Muss man mögen, so ein Game, finde ich. Aber ja. Boah, sieht voll schön aus, Mann. Oh, krass. Und mit den Bergen und so. Ist bestimmt erst so 4 Uhr nachmittags. Und die Sonne geht schon unter, weil in den Bergen. Hat das ganze Spiel schon, also wohl schon 4-mal gesehen. Aber immer so mit halbem Auge. Ja, und jetzt siehst du es hier nochmal mit einem halben Auge. Dann hast du jetzt 2,5 Augen so. Bestrafung durch Schweigen. Nee, wie geht's deinem Kinn? Wie geht's deinem Kinn? Oh, er ist sauer. Tut es sehr weh? Oh, er ist sehr sauer. Was, bei uns ist es länger hell als in Deutschland? Oh mein Babe, es tut mir wirklich so leid. Bier hilft immer. Das ist eine gute Entscheidung. Alter. Was? Ich. Nein, nicht ihr Freund, ihr Bruder. Ja, das letzte Mal ist eben passiert, dass sein, ich glaube, es ist sein bester Kumpel und er haben sich geprügelt und sie ist ausgerastet und hat ihn richtig zusammengelegt. Also sein ganzes Gesicht ist total verschlagen. Und ja, ich glaube, er ist ein bisschen sauer deswegen. Aber der Grund war, dass sein bester Freund Mac halt sauer war, weil er vermutet, dass seine Freundin und er sich eben miteinander treffen. Versteckte Kühlbox. Ist da wirklich eine Kühlbox? Ich verstecke gerne Bier im Haus. Man weiß ja nie. Weiß ja nie. Also, ich habe auch immer Bier im Kühlschrank. Man weiß einfach nie. Wo er recht hat, hat er recht. Also, brauchst du einen Manager für deine Cagefighter-Karriere? Gabe, es tut mir so leid. Wie vielen Leuten hast du schon, den Knochen gebrochen? Mann, es tut mir so leid. Ich wollte dir nicht wehtun. Entschuldige dich nicht. Mir geht's gut. Ja, nicht sein bester Freund, aber halt ein Freund so. Oder Mitarbeiter oder so, ich weiß nicht genau. Mir war nie klar, dass ich verrückt bin oder dass ich den Arsch reden kann. Ich weiß, es ist, glaube ich, eine zu ernste Situation, gerade als dass ich so einen fiesen Scherz machen kann, so, ne? Bleiben wir serious. Nein, komm schon. Mir war nie klar, was du durchgemacht hast. So ganz allein. War schon okay. Na, offensichtlich ja nicht. Als ich dich von Mac weggezogen habe, du mich geschlagen hast, war ich wütend. Aber wie du ihn auseinandergenommen hast, hast du schon mal gemacht. Möglich? Ich habe mich oft geprügelt, warst du nicht im Jugendgefängnis? Das ist, als ob es so selbstverständlich wäre.
Kinder in Heimen prügeln sich. Oft. Ich habe gelernt, mich zu verteidigen. Scheint so. Ich kann das nicht bestätigen. Weiß das jemand von euch? Was Liz sei, ist übrigens so gut, dass ich weinen muss. Ich musste bei jedem Liz weinen bisher. Bei jedem, ausnahmslos. Auch bei Life is Strange. Auch bei Tell Me Why. Etwas quält dich. Willst du darüber reden? Ich will ja mit Gabe reden. Aber was soll ich ihm nur sagen, um die Sache mit Mac zu erklären? Die Wahrheit ist dein Bruder, Mann. Was meint ihr? Was wollen wir von einfach nur von unserer Vergangenheit erzählen? Oder wollen wir von unseren Kräften erzählen? Die Wahrheit. Gell, ich wäre auch so dafür, dass wir uns von unseren Kräften erzählen. Wahrheit geht immer. Ja, das finde ich eben auch. Ich bin auch eigentlich... Vor allem ist es unser Bruder, der alles daran gesetzt hat, dass wir zu ihm können. Und ich finde, da wäre es nur fair, wenn wir ihm auch die Wahrheit erzählen. Wenn er uns denn glaubt, das ist natürlich die andere Geschichte, ne? Er muss uns natürlich glauben. Ja. Nehmen wir das. Oh oh. Mit mir. Stimmt. Etwas nicht. Ich weiß, was andere Leute fühlen. Ich kann eine Aura um sie herum sehen. Und wenn die Gefühle stark genug sind, wenn sie wütend oder traurig oder ängstlich sind, fühle ich es auch. Und verliere die Kontrolle. Und das passiert... schon sehr lange. Wie bei Mac. Ich spürte all die Wut, als wäre es meine. Ich denke, dass Macs Wut recht offensichtlich war. Dahinter steckt mehr. Er war nicht nur wütend auf dich, sondern auch auf sich selbst. Er denkt, er wird Riley verlieren. Hast du das von Riley? Alter, wann? Aber seriously. Ja, genau. Hat sie mir erzählt. Bei unserer Pyjama-Party letztens. Okay. Sicher, dass es nicht... Intuition ist. Es ist nicht nur in meinem Kopf, Gabe. Versprochen. Es liegt nicht an Stress... Medikamenten, Trauma oder sonst was. Es ist real. Kannst du mir sagen, was ich gerade fühle? Und du brauchst mehr Bier. Wie geil. Du brauchst mehr Bier. Gute Antwort. Du fühlst, dass du viel mehr Bier brauchst. Das trifft die meiste Zeit zu. Fair enough. Ja, mein Bier ist leider schon leer. Dass du mir glaubst. Das tut niemand. Und das ist voll hart. Ach. Du fühlst also wirklich, was andere Leute fühlen? Ja. Du gehst sozusagen in ihr Herz. Ich denke schon. Alter, du hast Superkräfte. Ja, wie ein Superfluch. Auf die Fresse kriegen und keine Freunde haben? Das ist ein Superfluch, Alter. Oh. Okay, okay. Superkräfte ist vielleicht zu viel. Aber... ich weiß die meiste Zeit nicht, was mit den Leuten los ist. Charlotte versucht mir beizubringen, meine emotionale Intelligenz zu erhöhen, aber das ist ein anderes Level.
Ich meine, du verstehst sie so richtig. Yep. Das ist echt besonders. Abstimmung läuft. Was wollt ihr, Leute? Besonders oder kaputt? Na, wofür seid ihr? Also ich finde seine Reaktion auch irgendwie voll cute. Ich hatte so gedacht, dass er so voll auf Erwachsen macht und so sagt, das ist einfach deine Intuition, Schätzchen, so. Das hat jeder Mensch. Du musst nicht glauben, dass du was Besonderes bist. Nee, nee. Find's voll gut, wie er das gemacht hat. Also das wollen wir nehmen. Kaputt, oh, Besonderes. Hm, dann nehmen wir Besonderes, okay. Besonders? Und hi Drone Rider, wie geht's dir? Das ist alles, was du dazu sagst? Absolut. Ich meine, es ist, was du draus machst, oder? Wo er recht hat. Aber es ist egal, was passiert. Ich bin für dich da. Bruderherz! Wie geht's dir, John Ryder? Alles gut? Brüderchen, ja. Oh, so schöne Bilder, Mann. Oh, so kitschig, aber schön. Menschen, die immer für einen da sind. Die muss man festhalten, das ist so. Von der Gitarre erzählen. Oh shit, du hast sie gefunden. Sollte eine riesige Überraschung werden. Oh, tja, hat nicht. Und? Was denkst du? Ich bin eingerostet. Nee, nee, wir lieben sie natürlich. Vielen Dank, wirklich. Kein Ding. Willkommen daheim. Oh, das ist ein schönes Daheim. Oh, hey, was ist los? Hey. Hey, Ryan. Ist Ethan hier? Nein, er wollte nach Haus. Das war er, aber ich kann ihn nicht finden. Er wird doch nicht. Er ist in die Mine gegangen. Das ist der kleine Junge. Vielleicht. Fuck, ich fürchte schon. Oh no. Ich glaube, er ist in den Bergen. Oh no. Oh no, das ist jetzt ganz, ganz schlimm. Oh nein. Müssen wir los. Sofort. Oh nein. Lasst uns gehen. Oh nein. Das ist ein kleiner Junge, der ist in die Mine. Und es sollen... Also er hat uns gesagt, dass er in die Mine gehen will am Abend. Und dort wird doch gesprengt, wenn ich es recht im Kopf habe. Und er ist tatsächlich dahin. Alter. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Oh je. Komm schon, geh ran, geh ran. Alex. Hoffentlich ist nichts passiert, ey. Das wäre so übel. Wäre einfach gut, wenn wir ihn noch rechtzeitig finden würden. Wow. Ich war ewig nicht mehr hier. Warum kommst du nicht hierher? Wie sehr sollten wir uns sorgen? Wie sehr sollten wir uns sorgen? Sollte ich jetzt, weiß nicht, total ausflippen? Hey, meiner Erfahrung nach sollte man es immer vermeiden, auszuflippen. Ja. Hat's geklappt? Ich habe das Sicherheitsteam vor Ort kontaktiert. Sie verzögern die Sprengung, bis wir ihn gefunden haben. Uff. Schwein gehabt. Es wird kein Zeitdruck. Hey, alles okay? Charlotte dreht gerade bestimmt durch. Hey, sie ist tough. War sie schon immer. Na komm. Boah, ich könnte nicht zu Hause sitzen und warten. Ich müsste mitsuchen, Mann. Sollte man auch beim Autofahren?
Kannst du dir vorstellen, was wir uns von Papa eingefangen hätten, wenn wir an seiner Stelle wären? Uff. Hey, wir werden ihn finden. Ja, du hast recht. Danke für deine Ehrlichkeit. Ein Glück hast du mir davon erzählt. Natürlich. Du bist doch mein Bruderherz. Ich werde mich umsehen. Sag Bescheid, wenn ihr etwas findet, okay? Klar. Ich schau mich um. Benutz deine Kräfte. Kommen wollte. Benutz deine Kräfte. Dafür hast du die doch. Mann. Wir müssen ihn finden. Nein, nein, nein. Und nochmals nein. Ja, wir haben weder Helm, noch gute Schuhe, noch Handschuhe, noch eine Weste. Und deine positive Attitüde haben wir auch nicht. Ja, das kann nur gut kommen, oder? Das ist ein Minenhinweis. Wir wollten heute Abend eine Sprengung durchführen. Zum Glück hat Gabe sie noch erreicht. Yep, Gott sei Dank. Da hinten ist nix. Minenwagen. Uiuiui. Das macht bestimmt weniger Spaß, als man denkt. Ja, ich glaube auch. Da müssen wir dann später hin. Ich will hier noch gucken, was ich hier übersehen habe. Oh, ein Zombie. What the fuck? Wie kann der Gummizombie das ungruseligste Ding hier draußen sein? Yep. Offenes Tor. Wieso ist das offen, genau? Vielleicht braucht Julie McNamara deine Anerkennung gar nicht. Spielst du es komplett blind? Yep. Spiele ich zum ersten Mal gerade. Ich spiele eigentlich alle meine Spiele blind. Lass uns bei der alten Mine die Kante geben. Voll cool, yo. So aus der Nähe betrachtet, wirken diese Bergbaugeräte schon ziemlich mörderisch. Ein bisschen vielleicht. Das wahre Monster ist der Alkoholkonsum Minderjähriger. Ja, wo sie recht hat, ne? Maschinen, sagen die Maschinen. Vielleicht finden wir Ethan, aber danach mache ich damit auf jeden Fall eine Spritztour. Ja, wieso nicht, ne? Gut, dann gehen wir jetzt, da ist nix. Ja, man sagt, wenn man ein Spiel noch nie gespielt hat, dann spielt man es blind. Alex hat mich gewarnt, aber ich habe es nicht verhindert. Ich bin so ein beschissener Versager. Ethan bedeutet Gabe so viel. Yep. Wir müssen ihn finden. Komm schon, Ryan. Alle verlassen sich auf dich. Ryan lässt sich von seiner Angst nicht aufhalten. Ich bin froh, dass er hier ist. Helm! Haben Helm gefunden. Der hat Gefühle, what? Also eine Erinnerung. Ich hab dich, ganz ruhig. Alles wird gut. Oh Gott, scheiße. Wir leben noch. Waren das alle? Ich muss durchzählen. Obwohl er Angst hatte, ist Jet cool geblieben und hat so vielen Menschen das Leben gerettet. Das war diese 19, die er gerettet hat. Diese Auszeichnung, die wir in der Bar gesehen haben, ne? Vorhin. Krass. Macht bei Liz einen großen Unterschied, ob man es blind spielt? Ja, auf jeden Fall. Das ist echt ein Unterschied. Du sitzt da unten fest. Ah. Nein, warte. Tu's lieber nicht. Nee, wirklich lieber nicht. Was steht hier noch? Wow. Ach, Chatlücken, okay. Ist, stoße ich auch mit an. Wir trinken auf das Wohl von Chatlücken, der uns hier am 30. Dezember 2008 aus der Hölle gezogen hat. Ja, 19 Menschen hat er gerettet, ne? Das ist schon heftig. Blind bedeutet einfach, dass man etwas noch nicht gespielt hat. Also, dass man ein Spiel zum ersten Mal durchspielt. Dann spielt man es blind. Was ist hier? Uff. Heftiger Einsturz. Eingeschlossene Bergarbeiter. Wären fast gestorben. Jet führte alle wieder an die Oberfläche. Crazy. Ja, und Vorarbeiter Jet wurde zum örtlichen Helden Jet. Mhm. Daraufhin hat Typhon diese Anlage geschlossen. Und Jet konnte die Black Lantern kaufen. Ha. Wie gut. Das ist der Comic. Als Grundlage für Ethans Comic? Mhm. Ethan hat ja diesen Comic hier gezeichnet. Okay, wenn diese Wand eine Illusion ist,
Aha. Okay, also es gibt so einen Nebeneingang in dem Fall irgendwie, oder? Sehe ich das richtig? Okay. Und dann hier... Keine Spur. Vielleicht sollten wir... Wie gut er einfach zeichnen kann, gell? So für einen kleinen Jungen. Wie krass. Das gibt's doch nicht. Die ganze Story handelt von Ethans Figur, die in seine Monsterfestung eindringt, tief unter der Erde. Das könnte die Mine sein. Sieht man, wohin er ist? Weiß nicht. Der Comic endet, als der Monsterjäger auf einen Wachturm klettert, der ihm zeigt, wo er hin muss. Wachturm, let's go! Das Silo. Ich wette, da ist der Turm. Da wird er sein. Du bist ein Genie. Ja, gut gesehen, Alex. Gabe, willst du versuchen, das Tor aufzuschließen? Wunderbar. Wir sollten durch das Aufbereitungsgebäude dahin kommen. Aber lieber dort als in der Mine drin, Mann. Das ist ja, das wäre ja übelst brutal. Ey, wenn der kleine Junge in die Mine reingegangen. Vielleicht sollte ich seine Zeichnungen mit anderen Dingen in der Umgebung vergleichen. Was mit C? Kann ich seinen Comic anschauen? Also, was haben wir denn hier noch? Ah, hier ist diese Feuerdings. Die Feuerstelle. Das bedeutet, dass hier irgendwo ein Rinnsal ist. Ein Rinnsal. Ich sehe keinen Rinnsal. Aber das wird wahrscheinlich hier der Zombie sein, oder? Also der Typ, der da sitzt. Wenn der Zombie also hier ist, dann... Genau, das ist der Zombie. Und dann vor dem Zombie rechts ist das Tor wahrscheinlich, oder? Okay. Wenn man wirklich dem Weg in seinem Comic folgt, macht es die Suche viel einfacher. Ja doch, eben. Wenn man vor dem Zombie steht... Rechts, durch das Tor. Also dieses Tor nehme ich mal an. Weil er schiebt das ja so weg, es ist so eine Geheimtür. Warte, also... Ist Ethan? Oh Mann. Ja, der ist da rein. Denkst du, hier ist... Eine Seitentür oder so? Ich weiß nicht. Es wäre möglich. Hilf mir mal. Klar. Haha. Das hast du im Comic gefunden? Jupp. Ja, nice. Macht's natürlich einfacher, ne? Ich versuche das Licht einzuschalten. Finde du heraus, wo Ethan ist. Muss ich jetzt klettern? Huiuiui. Er ist bestimmt hier lang gegangen. Aber wie ist er wieder rausgekommen? Ich finde ja, das ist sehr unheimlich hier. Im Graffiti da ist es so. Da habe ich aber gute Nachrichten für dich. Legalize it. Yep. Was Comic? Was steht denn hier noch so? Okay, also. Da ist er irgendwo hochgeklettert, ne? Was ist zwischen Orten und Objekten? Ein rotes und blaues. Ah, oh shit. Es ist doch immer rot. Ich wollte das hier anklicken, Mann. Ich würde gerne alle Knöpfe drücken. Gleichzeitig traue ich mich nicht, auch nur einen zu drücken. Yep, fair enough. Ich weiß genau, was du meinst. Tote Krähe. Oh no. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Ja, das hoffe ich auch. Arme Krähe. Da ist nix. Das ist eine Matratze. Okay, pennt er hier oder wie? Da
Da schlafe ich ja lieber auf dem Boden. Ja, definitiv. Ich glaube, Fëanor bekämpft bestimmt keine Bettwanzen. Ich glaube auch nicht. Was haben wir sonst noch so? Overalls. So viel Zeug. Einfach zurückgelassen. Ja, was willst du denn machen? Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Uns läuft die Zeit davon. Das ja, bestimmt. Auch. Bestimmt. Justin hat seine besten Tage hinter sich. Und da, Türsteuerung. Free Hugs. Free Hugs ist immer gut. Versuch was wert, oder? Ethan muss irgendwo anders durchgekommen sein. Mal sehen, ob ich es rausfinden kann. Ich habe ja auch so ein Regal wie du im Hintergrund. Sind bei dir auch Schrauben übergeblieben? Ja, da bleiben meistens Schrauben über. Falls eins verloren geht oder so. Ich glaube ja nicht, dass das klappt. Ups. Irgendwo konnte man ja noch hoch, ne? Geh ich mal da lang, wo man hoch konnte. Wo war das noch gleich? Hier war eine Tür, oder? Und was ist das hier? Ah, von da kommen wir. Okay, von da sind wir gekommen. Treppe. Oh ja, die sehen sicher aus. Ja, aber er ist wahrscheinlich trotzdem hochgeklettert, um ehrlich zu sein. Yep, er ist die Treppe hoch. Ethan ist bestimmt nach oben gegangen. Mhm. Ich glaube echt, dass Ethan hier hochgegangen ist. Ups, voll weggeklickt. Entschuldigung. So laut. Ekelhaft. Ja. Oh, da ist noch Schutt. Wieso sind da noch Schutt? Oh, das ist viel. Hi, gruselige Bruchbude. Aha. Stürz bitte nicht ein, solange wir hier drin sind, ja? Danke. Ja, das wäre nett. In der Tat wäre das sehr nett. Alter Schwede. Wenigstens regnet es nicht oder so. Das wäre gruselig gewesen. Das kam im Comic nicht vor. Nö, deswegen drehen wir hier auch ganz schnell wieder um. Und gehen hier hoch. Schild. Da ist noch was. Das ist eine Tür. Gut, ich gehe nicht rein. Aber weil ich es will. Nicht, weil es da steht. Ja. Das kam im Comic nicht vor. Jupp, genau. Zum Glück nicht. Da ist noch ein Schild. Gehen wir da mal schauen. Für Vorsicht ist es jetzt ein bisschen zu spät. Ja, was will man machen, ne? Also die Treppe hoch. Bodenplatte, uiui. Ist nicht im Comic. Gut, weil da würde ich echt ungern drüber springen müssen. Fenster. Förderbahn. Ich glaube, da ist er hochgeklettert. Der ist da das zum Förderbahn hochgeklettert. Wir kommen der Sache näher. Ja. Das ist dieses Skelett, was man im Comic sieht. Da ist er dann hoch. Da dieses Skelett hier. Genau. Also dieses Förderband. Uiui. Erinnert mich an das Schlangending in Ethans Comic. Mhm. Definitiv. Eieiei. Er ist da hoch. Alter. Er ist wirklich da hoch. Eieiei. Ethan ist von hier auf das Förderband gesprungen? Keine Chance. Ich suche mir lieber einen anderen Weg. Mhm. Scheint, als wäre Ethan über das Förderband raus zum Silo geklettert. Scheiße. Ja, wirklich scheiße, Mann. Kettenzug. Was können wir damit machen? Ein Versuch wert. Was passiert, wenn man den benutzt? Das ist die Frage. Nice. Tür ist offen. Sehr gut. Hey.
Du hast die Tür geknackt. Man muss sie anscheinend öffnen. Krass, oder? Man muss die Tür öffnen. Was? Wirklich? Krass, hatte ich jetzt nicht gedacht. Hey FCB, danke schön für 20 Bits. Nee, da waren wir nicht, oder? Wo ging's noch runter? Da ging's runter. Wo war der noch gleich? Ah, ich kann nicht schneller laufen, Mann. Da ist er. Nice. Du hast auch voll den September verpasst. Ja, ich weiß. Ich hab's mitbekommen. Ich hoffe, dass Alex mit dem Comic recht hat. Ach so, ja, das haben wir schon gesehen. Ich dachte, das ist eine Provider-Rechnung. Ist gut. Ah, Alter. Erschreck uns doch nicht so. Schlösser knacken verlernt man nicht. Wie Fahrrad fahren. Was willst du uns damit sagen, großer Bruder? Wohin als nächstes, Alex? Ja, er ist halt da hoch. Kacke Schlösser, wie die Herzen von Frauen. Ich hoffe nicht. Dana schaut aus dem Wachturm und entdeckt den geheimen Eingang zur Festung. Wenn wir nur... Da muss er sein. Das ist bei der Schlucht. Scheiße. Kommt schon. Das ist ja super weit weg. Ach du meine Güte. Der kleine Bengel, ey. Deswegen, Leute, lässt man kleine Kinder nicht alleine in die Mine gehen oder in den Schlucht. Ist ja gruselig. Wie ist es eigentlich vom Ton? Ist das Gameplay laut genug für euch? Ist das okay? Sind wir nah dran? Oder soll ich lauter machen? Ethan? Ethan! Ethan! Oh, wir haben ihn gefunden. Ich glaube, er hat Angst. Bisschen lauter, okay. Oh. Ethan! Alex! Ich hab Angst! Ach nee. Ethan, ich bin unterwegs! Moment! Warte. Hier. Alter! Ethan? Wetten, die stürzen ein. Alles okay? Moment. Wie man spielt. Audio. Stimmlautstärke mache ich mal auf Maximum, okay? Wood? Da. Anwenden. Möchtest du... Ja! Alter. Keine Sorge, wir bringen dich in Sicherheit. Gott, wenn die einstürzen. Nein. Er hat so große Angst. Wenn ich ihm zu nahe komme. Das klappt nicht. Wir sind zu schwer. Alex, du bist doch leichter. Scheiße. Oh, fuck, ey. Was ist mit mir? Alex, bist du dir sicher? Oh Gott. Ist das besser? Okay, nice. Erinnerst du dich noch daran, wie man ein Sicherungsseil anbringt? Sehr gut. Zeig's mir. Ich finde die Emotionen so krass. Die man in den Gesichtern... Also man sieht die Emotionen in den Gesichtern so gut. Alles okay? Ich finde das so krass.
Nein. Mir geht's gut. Spielst du eine Rolle? Nein, ich spiele keine Rolle. Das ist gerade wohl auch gar nicht wichtig, würde ich sagen. Mir ist es wichtig. Oh. Okay, dann sag ich dir Bescheid, wenn ich's rauskriege. Oh. Ich komm darauf zurück. Alex, kannst du mir bitte in die Augen sehen? Ich bind dieses Seil jetzt um deine Taille. Dein Bruder hält das andere Ende fest. Er nutzt den Baumstumpf als Angelpunkt, um dir jederzeit mehr Seil zu geben. Verstanden? Denk schon. Sehr gut. Jesus, das ist so intens, Mann. Findet ihr nicht auch, dass es voll krass intensiv ist? Bleib konzentriert. Ich fang gerade an zu heulen, Mann. Kinderspiel. Kinderspiel. Alter. Halt durch, Ethan. Ich komme. Ich muss steuern? Seid ihr wahnsinnig? Oh Gott. Ach, volle Pulle drauf, oder? Ah, ich schaff das schon. Geh zurück. Du verletzt dich noch. Ist mir egal. Nicht, mir passiert nichts. Keine Sorge. Ich werde nicht verletzt, genauso wenig wie du. Ich irre mich nicht. Ich bin Alex. Ich bin toll. Natürlich packt sie das. Es ist Alex. Sie hat super Kräfte. Hey, Ethan. Ich bin für dich da, okay? Das ist der Fiss besser. Oh-oh. Es ist zu viel. Ich muss dafür sorgen, dass er sich beruhigt. Tief einatmen. Atme mal tief durch. Ich hätte niemals herkommen sollen. Ich war so dumm. Okay, hey, konzentrier dich. Sprich mit mir. Kannst du mir erzählen, wie du es hergeschafft hast? Ich wollte rüber auf die andere Seite. Dann fiel der Baumstamm runter. Alles gut. Ist okay. Reden wir darüber, was wir jetzt machen. Gabe ist unser Anker. Ich kann echt gut balancieren. Gabe ist unser Anker. Gabe hält uns. Wir werden nicht fallen. Er hält das andere Ende des Seils fest. Nein, ich kann mich nicht bewegen. Und wenn ich es tue... Du wirst schon nicht fallen, okay? Es macht keinen Unterschied. What? Wieso? Was ist los? Es gibt keinen Sinn. Er muss sich beruhigen. Irgendwas anderes wurmt ihn. Wir nicht bleiben, Ethan. Die Messe wird mich sehen. Wenn ich mich bewege, sieht es mich. Was wird dich denn sehen? Du verstehst das nicht. Er hat recht. Das tue ich nicht. Ich kann ihm nicht helfen, wenn ich nicht verstehe, wovor er Angst hat. Und der einzige Weg, es zu verstehen, ist zu fühlen, was er fühlt. Oh mein Gott. Oh, fuck. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Oh Gott, ich will nicht. Ich krieg das hin. Shit. Shit, 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 shit. Oh mein Gott, was passiert mit mir? Es ist, als würde ich die Welt durch seine Augen sehen. Oh mein Gott! Ein krasses Monster, Mann. Ich dachte, ich könnte das Monster jagen. Aber es jagt mich. Sie jagt mich. Ich fühle nicht nur, was Ethan fühlt. Ich sehe die Welt so, wie er sie sieht. Oh Gott, ey. Die neunte Wächterin hätte keine Angst. Oh. Aber sie ist nicht real. Das Monster schon.
Ich habe all diesen Kram mitgebracht. Nichts davon wird mich retten. Okay. Er hat keine Angst zu fallen. Er hat Angst vor... Shit! Es darf mich nicht sehen. Es darf mich nicht sehen. Das kann doch nicht sein. Oh, aber es sieht verdammt echt aus. Alter! Hey! Hey! Ich sehe es auch, Ethan. Das Monster. Ich sehe es auch. Und ich habe auch Angst davor. Aber Ethan, es gibt keine Gefahr. Weißt du warum? Oh Gott, ey. Hey, Sixer, danke schön. Ich freue mich, wieder da zu sein. Das Ding kann uns nicht sehen. Kann ich nicht sehen. Okay. Anreif des Verschwindens. Genau wie die neunte Wächterin. Ich dachte, das war nur eine Geschichte. Naja, einige Geschichten sind wahr. Wie Monster. Also, du nimmst jetzt meine Hand, okay? Solange du dich an mir festhältst, passiert nichts. Ja. Schau nicht runter, okay? Es sind nur ein paar Meter. Nach unten oder nach drüben? Oh Gott. Okay. Ein Schritt nach dem anderen. Alter. Alex? Ja, Ethan? Ich habe immer noch so doll Angst. Du brauchst keine Angst haben. Ich auch. Ja. Auch. Aber wir können das. Ein Schritt nach dem anderen. Ja, wir schaffen das, Leute. Ganz vorsichtig. Und einfach nicht loslassen. Glaubst du, der Stamm hält? Er ist stabil. Keine Sorge. Denk dran, ich bin den Weg schon mal gelaufen. Ja, aber allein. Trotzdem brechen. FCB, Dankeschön für 20 Bits. Wir schaffen das. Ganz vorsichtig. Es knarzt. Ich finde das nicht cool. Es ist ein Videospiel, Steffi. Lass dich nicht zu sehr jetzt reinziehen. Oh Gott. Ethan. Alter. Alles gut, Mann. Halt fest. Sie sind fast da. Alter. Das ist nur ein Videospiel. Ganz ruhig. Wir haben es geschafft, Leute. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alter. Alter, das war mega intensiv. Das Spiel bringt das echt krass rüber, Mann. Also wirklich heftig. Puh. Run. Oh, my God.
Das kann er unmöglich überlebt haben, Leute. Ich glaube, jetzt brauche ich auch einen Whisky. Ja, doch, Pinwerk, das ist offensichtlich wahr. Alex hat Gabe von Ethans Plänen erzählt, da waren wir auch in der Mehrzahl, aber nur knapp. Alex hat sich aus Mac und Rileys Streit rausgehalten, waren wir deutlich in der Minderheit. Alex hat Gabe von ihrer Kraft erzählt, da waren wir auch in der Mehrzahl deutlich. Alter, ey. Das hat mich beim ersten Mal auch so mitgenommen und jetzt immer noch Gänsehaut. Ich dachte so, what the fuck, ey, das ist so übel. Nein, du hast telefonieren müssen. Ja, guck das VOD, Mann. Guck das VOD. Alex hat Gabe auf der Brücke umarmt. Ja gut, 3% haben es nicht gemacht. Gott, was waren das für 3% herzlose Leute, Mann. Alex hat Riley geraten, in ihrem Gespräch anzugeben. Da waren wir nur eine Minderheit. Alex hat nicht mit dem Gartenzwerg interagiert. Oh, da waren wir in der Minderheit, okay. Alex hat sich im Plattenladen ein Lied angehört. Alex hat Ryan gesagt, Gabe sei krass. Alex hat mit Gabe auf der Besengitarre abgerockt. Ja, das haben fast alle gemacht, klar, ne? Alex hat Spuren von Gabes Suche gefunden. Ja, da waren wir auch in der Minderheit. Alex war Charlotte gegenüber optimistisch. Oh, guck mal, das ist ziemlich ausgeglichen tatsächlich, ne? Oh. Doch, das hat schon gestimmt. Alex hat Gabes Geschichte zugestimmt. Okay. Alex hat Gabe gesagt, sie liebt die Gitarre, auch in einem deutlichen Mehrzahl, ne? Tate hat herausgefunden, dass Alex nie Kellnerin war. Upsi. Steph hat Alex im Jukebox-Spiel geschlagen. Ja, das ist aber... Was? Die Mehrheit hat gewonnen? Krass. Riley und Max sind noch zusammen. Riley hat sich nach der Schlägerei von Mac getrennt. Das wäre auch eine Option gewesen. Oh lol, okay. Alter. Gut, das haben wir nicht machen können, weil, also das hätte ich nie geschafft, weil ich habe 3 Wochen Pause gehabt. Ich konnte mich nicht erinnern, was ich noch alles machen musste. Ducky konnte seinen Lieblingswhisky trinken, ja, nice. Alter. Kapitel 2, Laternen. Ich bin kein großer Redner. Für mich muss ein Barkeeper vor allem eines können. Den Mund halten und zuhören. Und wenn es danach geht, war Gabe der schlechteste Barkeeper aller Zeiten. Ich habe nie zuvor einen Radfahrer anhalten müssen, der zu schnell fuhr, bis er daherkam. Er hat sich so viel Mühe gegeben mit meinem Bewerbungsessay. Obwohl er Bewerbung nicht mal buchstabieren konnte. Alter, wie gemein. Oder Essay. Er hat meine Band für ein Gig in der Lantern gebucht. Den ganzen Weg von Seattle bis genau an diese Stelle. Ich erinnere mich an 14 verschiedene Gelegenheiten, an denen Gabe mich zum Lachen gebracht hat.
Oh. Die erste war vor 2 Jahren. Lange Rede, kurzer Sinn. Statt einem Strafzettel bekam er von mir ein Bier spendiert. Gabe stand etwa 1 Meter weit weg und grinste uns an wie ein Idiot. Da waren sicher noch mehr Leute. Aber ich erinnere mich nur an ihn. Und dann sagte er, ich weiß, deshalb ist das K stumm. Oh Mann. Hi, Kathi. Gelegenheit. Es lag mir wirklich viel am Herzen. Er war die Art Typ, mit dem man echt immer gern abhängt. Er war ein Weltklasse-Spaßvogel. Er war mein bester Freund. Ich will nur eines über Gabe sagen. Er hat diese Bar als Fremder betreten. Aber er verließ sie als Freund. Das wär's dann also. Was Gabe zugestoßen ist, war ein überaus tragischer Unfall. Und ich wünschte mir... Es war kein Unfall. Junge, fang jetzt nicht damit an. Gabe hat in der Mine angerufen. Ich habe ihm ein Satellitentelefon gegeben, damit er auf jeden Fall durchkommt. Die haben es verbockt. Und jetzt... Oh, oh. Das war meine Schicht. Falls irgendwer angerufen hätte, wäre ich rangegangen. Niemand rief an. Du lügst. Und das direkt vor Gabes Schwester, verdammt nochmal. Alex hat die ganze Sache mit angehört. Oh Gott, Leute. Ja, Kathi, ich freue mich auch mega, wieder da zu sein. Was denkt... Oh Gott. Was, er hat recht? Nicht ganz? Uff, wie denn nicht ganz? Ich habe ja nicht mitbekommen, wie er telefoniert hat. Das ist ja das Problem. Gar niemand hat abgestummelt und dann kommt einfach, er hat recht. Okay, Leute, ich brauch eure Hilfe kurz im Chat. Ich meine, wenn ich sage, er hat recht, dann lüge ich ja eigentlich. Weil ich habe ja das Telefonat an sich gar nicht mitbekommen. Und wenn ich sage nicht ganz, dann... Oh Gott. Oh Leute, das ist richtig assi. Nicht ganz... Hypo! Dankeschön für deinen Raid! Hi Leute, wie geht's euch? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Hi Hypo, hi Aloha. Von Life is Strange to Life is Strange. Ja, nice. Bist du schon weit? Also spielst du auch True Colors? Servus Sportler, wie geht's dir? Und hi Justice. Nein, ich habe die Alert-Sounds nicht absichtlich aus, aber ich war ja 3 Wochen weg. Also ich konnte ja 3 Wochen nicht streamen und wahrscheinlich gab es zwischendurch ein Update, wo es sie rausgehauen hat. Ich spiele Teil 1. Ah, alles klar. Das ist ja auch spannend. Wie findest du Teil 1? Wo bist du jetzt bei Teil 1? Euch geht's gut? Okay, das ist doch schön. Circa 2,5 Stunden Gameplay. Puh, was heißt das? Wo bist du jetzt in der Story?
Ich bin eben gerade dabei, ob ich mich entscheiden soll, ob wir ein Telefonat... Also eigentlich haben wir ein Telefonat nicht mitbekommen. Wir haben nur gesagt, also wir wissen nur, dass er... Er hat gesagt, dass er angerufen hat. Aber wir haben das Telefonat an sich nicht mitbekommen. Und wenn ich jetzt sage, er hat recht, dann lüge ich. Und wenn ich sage, nicht ganz, dann weiß ich natürlich nicht, was sie erzählt. Aber es könnte sein, dass er sich dann in den Rücken gefallen fühlt. Das ist voll blöd. Bevor Chloe und Max zum Leuchtturm hochlaufen. Alles klar. Nice. Ich wünsche auf jeden Fall noch ganz viel Spaß mit Life is Strange 1. Es ist ein großartiges Spiel. Großartig. Ich habe richtig geheult an manchen Stellen. Ey. Ach, Mist. Soll ich jetzt sagen, dass er recht hat oder nicht? Nicht ganz. Fuck. Das ist so fies, weil ich habe ja eigentlich habe ich ja wirklich nicht mitbekommen, wie er telefoniert hat. Er sucht einfach nur einen Schuldigen für den Schmerz. Ich glaube eben auch. Ich glaube zwar auch nicht, dass... Also... Und vor allem... Ich meine, er hat so gesagt... Also ich meine, es war ja unser Bruder. Der hat halt so gesagt, ja... Ich habe da angerufen, die verschieben die Dings, die Sprengung. Wir haben also keinen Zeitdruck. Warum hätte er das sagen sollen, wenn da doch Zeitdruck bestanden hätte? Die hätten alle sterben können. Oh Gott. Alles klar, Hypo? Das ist echt gerade eine gemeine Entscheidung. Die ich irgendwie gar nicht fällen will. Irgendwo durch würde ich ja sagen, also würde ich wirklich ganz gerne sagen, er hat recht. Und wenn ich aber sage, ich habe das Telefonat nicht mitbekommen, dann würde ich ja eigentlich zugeben, dass unser Bruder uns alle in Todesgefahr gebracht hat. Was ja eigentlich auch richtig dumm ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, dass es nur ein Spiel ist. Ich weiß es. Aber die Entscheidung ändert wahrscheinlich das gesamte Spiel. Hi Xarastra, wie geht's dir? Guten Abend. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Und daher muss ich dann unbedingt ins Bett. Er hat recht. Aber ich hab's nicht mitbekommen, wie er angerufen hat. Ich kann nicht lügen, Leute. Ich hoffe, Ryan wird nicht sauer auf uns sein. Viele Steffi, ich kenne das von mir auch. Bin auch überlegen. Was? Was überlegst du auch ewig? Baby-Hypo. War der eine nicht mit dem Gefühl violett? Bedeutet das nicht, er hat was zu verbergen? Also der Typ vom Sprengen. Ja, der. Das ist ja auch der, der ihn gehasst hat. Der hat unseren Bruder ja so gehasst. Du meinst den Links. Der da links sitzt, ja, der hasst unseren Bruder. Weil er mit seiner Freundin an ihrem Bewerbungsgespräch, also weil er eben seiner Freundin mit dem Bewerbungsgespräch geholfen hat. Also mit dem Bewerbungsdossier und gedacht hat, die haben was zusammen. Ach, wisst ihr was? Ich sage einfach, er hat recht. Weil es könnte nämlich genauso gut sein, dass es zwar seine Schicht war, und er es einfach verhängt hat.
Das könnte nämlich auch sein. Haben wir den gleichen Gaming Chair von Noble Chairs? Yep, den weißen. Der ist mega nice. Wisst ihr was? Ich sag jetzt einfach, dass er recht hat. Ja, ich mach das jetzt. Ohne schlechtes Gewissen. Er hat recht. Ich war dabei, als Gabe anrief. Ich möchte hören, was du dazu zu sagen hast, Mac. Ich habe dazu nichts zu sagen. Es gab keinen Anruf. Denkt von mir aus, was ihr wollt. Okay, Leute. Dies ist eine Laufenermittlung und... Wie wär's, wenn wir den Ablauf nochmal durchgehen? Hm? Junge, als ich dich im Plattenladen sah, wolltest du Gabe unbedingt finden. Erinnerst du dich, warum? Hm? Wieder ein Streit mit Riley? Den Scheiß muss ich mir nicht geben. Ich sag ja nur, es ist so komisch, dass du mit blutigem Gesicht aus Gabes Wohnung taumelst. Right. Und ein paar Stunden später verpasst du ganz zufällig den Anruf, der sein Leben gerettet hätte. Ich hab dir doch gesagt, es gab keinen Anruf, Mann. Vielleicht wurde er unterbrochen. Oh oh. Verflucht nochmal, ist ja nicht so, als wäre Gabe immer zuverlässig du gewesen. Du passt lieber auf, was du sagst, Mac. Ryan, das reicht. Ich will genau wie du verstehen, was das zu bedeuten hat, aber das ist nicht der Ort. Schwachsinn, Dad. Oh oh. Es ist ihre Schuld. Sag dir bloß, Mac, ich schwöre, wenn du noch einmal behauptest, dass es keinen Anruf gab. Hört auf! Hört sofort auf! Das ist weder der Zeitpunkt noch der Ort. Heute geht es um Gabe. Ah, das ist seine Freundin, oder? Okay, Ryan. Schaut, es tut mir leid. Es ist nicht... Ich will nur... Ich vermute es eben auch, Pinberg, dass das Telefonat... Also das Telefon angenommen hat, aber... es verhängt hat oder so. Aber ja, wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden oder so. Tod. Ja, wirklich nicht. Was zum Teufel hast du gerade gesagt? Ryan, genug jetzt. Oh, komm schon. Ich meine ja nur, du warst doch schließlich der, Mac, der... Mac, halt den Mund, verdammt. Nein. Nein, na los. Du hast was zu sagen, Mac? Dann spuck's aus, verdammt nochmal. Komm schon, Jungs. Ich will nicht eingreifen. Also gut, wie du willst. Wo wir schon mit Anschuldigungen um uns werfen? Du hast doch das Seil durchgeschnitten, nicht wahr? Warum nicht dir? Ihr geht besser. Na los, raus! Alex? Nee, ich hab keinen Greenscreen-Filter. Ich hab auch keinen Greenscreen. Hey. Scheiß auf diese Typen. Oh, Steph. Ja. Alles okay? Verflucht nein. Gott, nein. Ich bin ein Wrack. Du musst dich nicht zusammenreißen. Danke. Bist du... Ich habe nicht aufgeräumt, aber willst du reinkommen? Klar. Ja, genau. Ich bin umgezogen. Muss noch ein bisschen gucken wegen dem Licht und so. Vielleicht ist es so du besser. Spielst Gitarre? Früher. Ja, schon. Damals. Ist so besser mit dem Licht? Cool.
Gabe wollte mich mit seinen Wheelies vom Plattenladen immer zum Lachen bringen. Hat nie geklappt. Dann hat er sich gemault. Das war lustig. Monsieur Moustache. Gabe wollte diese Labsache für Ethan durchziehen. Aber am Ende war er viel aufgeregter als alle anderen. Ich hätte so gern gesehen. Ja. Oh. Das hier ist vom letzten Jahr. Wir... Nicht dein Ernst. Das glaube ich nicht. What? Was? Er hat sie echt behalten. Ach so. Klingt, als wäre es echt ein toller Kerl gewesen, dieser Gabe, ne? Dieser Arsch. Tut mir leid. Gib mir eine Minute. Na klar. Ah, kein Problem. Beruhig dich, Alex. Du kannst das. Du kannst das. Woran auch immer diese Flasche sie erinnert hat, macht sie fertig. Ob ich ihr auf die gleiche Art helfen kann wie Ethan? Sie ist gerade voll ins Loch gefallen, Mann. Ich muss ihre Traurigkeit fühlen, um herauszufinden, wie ich ihr helfen kann. Ja, dann machen wir das doch noch kurz. Also kurz. Ich denke, das könnte eine Weile dauern. Boah, voll krass so. Sind wir voll so in der Vergangenheit, so in der Erinnerung drin so. Jetzt kann ich herausfinden, was wirklich mit Steph los ist. Wow. Ja, so viel zum Thema. Das dauert also nur kurz so. Scheiß blauer Meteorit, total overpowered. Oh. Ist also, dein Controller wieder kaputt? Wir spielen, bis ich gewinne. Das ist wie die blaue Shell. Wie die blaue Shell bei Mario Kart. Wie heißen die nochmal? Don't shit on my yard. Die sind mega. Ihr Gitarrist hat nur einen Arm. Krass. Ging so fliehen. Alter, lass gut sein. Ich habe mein Busticket schon gekauft. Okay, warte. Alles oder nichts. Noch ein Spiel. Wenn ich gewinne, musst du bleiben. Wenn du gewinnst, bezahle ich dein Ticket. Du hast $50 verloren. Ja, wie geil. Controller wieder kaputt. Ja, ist Standardaussage, oder nicht? Gönne mir mal zur Feier, dass du wieder streamst ein Mangomochi. Mach das, Chris. Nice one. Geht's hier noch weiter? Sieht nicht so aus. Nope. Da ist noch was. Auf deinen neuen Job beim Radio. Oh, hab ich's dir nicht gesagt? Ich nehme den Job nicht an, ich ziehe nächste Woche nach Denver. What? Du machst was? Sie zieht sie einfach nach Denver? What the hell? Meine Damen und Herren, ich präsentiere den neuen ultimativen Kicker-Champion, Gabe Chen. Alter, du bist so ein Arsch. Jetzt muss ich für immer in dieser dämlichen Stadt bleiben. Wir wissen beide, du hättest mich besiegt, wenn du es wirklich gewollt hättest. Bullshit. Ich denke, ich weiß jetzt genug, um ihr zu helfen. Also haben sie darum gespielt, dass sie hier bleibt, oder wie?
Gabe hat ihr wirklich viel bedeutet. Ja. Ich kann nicht glauben, dass er fort ist. Ja. Er ist der einzige Grund, warum. Sorry, Alex. Ich komme gleich klar. Videospiel. Möchtest du ein paar Runden Dino Racer spielen? Könnte eine gute Ablenkung sein. Nein, danke. Gib mir einen Moment. Das hat nicht geholfen. Getränk. Magst du vielleicht was trinken? Nein, danke. Aber es ist gut von dir. Klar. Das war nicht richtig. Ja, sie ist ja Musikerin, ne? Also von dem her. Yes, yes. Soll ich eine Platte auflegen? Oder so? Nee. Bin nicht in Stimmung. Also hilft gar nichts von allem. Alles klar. Vielleicht etwas anderes. Kicker. What the fuck? Ich glaube, sie hat auf gar nichts Bock. Hast du Bock auf ein Match? Hat Gabe dir von unseren Spielen erzählt? Ich hatte eine Vermutung, weil erzählt hat er ja nichts. Ich hab es mir gedacht. Naja, du lagst richtig. Ich glaube, jetzt ist kein guter Moment. Na gut. Also dann bis fünf? Ja, von mir aus. Was ich will. No. Das AS. Wie oft haben du und Gabe gespielt? Das war eins unserer Lieblingsspiele. Dann musst du echt gut sein. Mhm. Oh. Ah! Du warst in der Band, oder? Oh, come on. Was spielst du? Drums. Ey. Ja, Mann. Wie lange hast du mit ihnen gespielt? Ah! Zu lange. Verstehe. Ah, fuck! Ey. Was war das gerade? Alter. Was ist das? Ey. Na! Ah! Ich hab gewonnen! Kantersieg! Hab gewonnen! Wow, was eine Überraschung. Oh. Du hast dein Bestes gegeben. Ich meine, das war offensichtlich nicht mein Bestes. Nein, ist okay. Ist ja auch nicht so leicht. Erfordert Skill, Timing und unbedingten Siegeswillen. Oh, ist das so, ja? Die Menge liebte mich. Alter. Die Menge liebt mich. Oh. Hi Luca, wie geht's dir? Wie das Publikum jubelt und feiert. Wir lieben dich, Alex. Steph ist scheiße. Okay. Oh Gott. Ich will eine Revanche. Oh nein. Ich will aber nicht. Ich will ins Bett. Ach. Diesmal werde ich mir auch Mühe geben. Also, gib alles. Ah. Ich konzentriere mich. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du abgelenkt bist oder so. Ah! Ja, bestimmt. Alter. Ey. Die beste Nordwestband aller Zeiten. Los! Ist das dein Versuch, mich abzulenken? Natürlich nicht. Ahaha. Sleeta Kinney, falls du es wissen wolltest. Ah! Alter. Oh
Komm schon. Hey, was ist denn das? Ah! Oh. Alter! Ah, nein! Was war das, Mann? Hey! Hä? Manchmal raff ich's echt nicht, wie das funktionieren soll. Hä? Man kann die ja nicht mal bewegen. Diesmal habe ich mich sogar wirklich angestrengt. Oh okay, Gott. Nicht so schnell. Alles oder nichts. Noch ein Bei Spiel mir auch sehr gut. Danke, Lukas. Ultimative Kicker-Champion. Ich weiß nicht. Ach komm schon. Du weißt genau, dass Gabe auch voll dabei wäre. Na dann abgemacht. Alter. Okay, jetzt geht's um alles. Dann streng dich an. Bei diesem Spiel darf man sich auf keinen Fall ablenken lassen. Absolut. Ey. Hey, sag mal, stehst du auf Frauen? What? Bein. Nein, wie gemein ist das denn? Ich gehe mit jeder Person aus, solange sie... Alter! Was ist denn dein Typ? Ich sag's dir, wenn ich die Person treffe. Das ist ja voll gemein, ey. Verlierer sagen was? 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 Ah, shit. Ich wusste es. Wie alt bist du nochmal genau? Ah! Ja, du mich auch. Alter, seriously? Oh. Fies. Yes, na endlich. Hey, Suited Gamer und Book of Feezy, vielen lieben Dank für eure beiden Raids. Dankeschön. Wie geht's euch? Und wie geht's euch allen, die mitgekommen sind? Herzlich willkommen bei Danke. Mir. Ich bin Steffi. Hi, Book of Feezy, wie geht's dir? Tut mir leid, dir den Sieg zu verderben. Sorry, dass die Alerts aus sind. Hi! Du hast mich gesucht am Samstag, aber nichts gefunden. Sorry. Am Samstag bin ich den ganzen Tag rumgerannt am Hero Fest. Fußball-Champion? Was ist Fußball-Champion? Und was machst du jetzt? Was meinst du? Na, die Scheiße mit Mac. Der lügt so krass. Eindeutig Lüge, muss mehr fahren. Ich bin das erste Mal seit 3 Wochen wieder und tatsächlich. Ich habe wieder Internet. Yay! Ich sag gestern. Hi Greti Bounce, wie geht's dir? Alles gut? Hi Muna, dankeschön für deinen Follow und auch dir Greti Bounce. Dankeschön. Das ist lieb von euch beiden. Wie war denn euer Tag so? Was habt ihr Schönes gestreamt eigentlich? Suited Gamer hat Call of Duty Warzone gespielt. Das überrascht mich gar nicht. Wie lief's denn? Und Book of Feezy, habt ihr zusammengespielt? Das würde mich nicht überraschen tatsächlich. Hi Bert, wie geht's dir? Banske, Bounce, Entschuldigung. Ihr habt zusammengespielt, alles klar, okay, ja, das ist dann eine Wunde, dann verwundert es mich gar nicht. Ja, sehr cool. Vielen lieben Dank für euren beiden Raids, das ist sehr lieb. Ich spiele gerade True Colors. Life is Strange, True Colors. Ich bin noch nicht sehr weit, weil ich eben jetzt 3 Wochen Zwangspause gemacht habe. Aber, jo. Aber Pini, ja, baba. Ist immer noch müde vom Hero Fest, aber sonst ganz gut. Ja, was soll ich denn sagen? Am Sonntag bin ich kurz vor Mitternacht erst nach Hause gekommen. Und das, nachdem ich alle 3 Tage durchgearbeitet habe und die Woche davor jeden Tag noch Überstunden. Und gestern habe ich wieder den ganzen Tag gearbeitet, hat mein Wecker um 6 Uhr geklingelt. Heute wieder den ganzen Tag, ich bin richtig am Arsch. Deswegen bei der nächsten Gelegenheit ist hier bei mir leider auch schon Feierabend. Und dann gehe ich ins Bett und morgen kann ich zum Glück ausschlafen. Und übermorgen, Leute, bitte macht mir einen Gefallen und seid doch übermorgen am Donnerstag, wenn es euch geht, hier bei mir, weil dann kommt das Schweizer Fernseher bei mir vorbei.
und filmt mich beim Streamen. Yes. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn wir da so viele Leute wie möglich wären. Das wäre mega krass. Ja, oha, let's go. Ja, ich bin echt mega aufgeregt. Und ich fände es eben mega cool, wenn wir da möglichst viele Leute wären. Dias, vielen lieben Dank für deinen Follow. Und auch dir, Ruvo. Dankeschön, das ist lieb von euch. Auf jeden Fall, danke, Clacy. Ja, ja, die nehmen ganz sicher auch die Chats auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Da sind wir doch dabei, das ist lieb. Da sind wir dabei, das wird prima. Okay. Also, ich sage ja noch kurz, dass ich noch mehr erfahren muss, weil es ist nur fair, so ich eigentlich. Weiß nicht, was, ne, mit Mac los ist. Was er sagt, macht keinen Sinn. Ja. Ich weiß, ich muss herausfinden, was genau an diesem Abend passiert ist. Für mich selbst. Jupp. Greti bei uns, das ist übermorgen, am Donnerstag. Egal, was kommt. Danke. Das bedeutet mir viel. Ah, Steph, die Beste. Ich muss zurück zur Arbeit. Okay. Nein, verlass mich nicht. Steph, bleib hier. Um 19 Uhr fange ich an zu streamen. Ich war nur 2 Tage da, Sonntag auch erst kurz vor Mitternacht zu Hause gewesen. Aber so exhausting. Ja. Ja. War halt schon exhausting. Ey, Ruvo, vielen lieben Dank für 100 Bits. Das ist ja lieb. Danke dir. Ja, ist halt schon, man ist sich halt auch nicht mehr gewohnt, Sicher, dass Gabe angerufen hat. Also ja. Hat Mac die Explosion nur ausgelöst, weil er sich an ihm rächen wollte? Nee, das bezweifle ich. Ich finde einfach dieses, jetzt bist du die Nummer 1 bei den Bits. Das ist so tatsächlich GZ. Warte, ich wechsle hier kurz auf. Also ich beende hier mal kurz das Spiel an dieser Stelle. Für heute ist Schluss. Ich wechsle kurz noch zu Just Chat.